Moin moin, guten Tag und hallole zu Folge Nummer 42 der 13 Dinge Kiste. Ich hatte euch über Twitter gefragt, zwecks der Decke im Lager, ob wir da vielleicht eine Holzdecke dann halt eben einziehen wollen würden. Ach, ganz viele Möglichkeitsformen reingepackt und habe in diesem Bezug hin hier jetzt einfach mal alle Bäume, die wir jetzt gerade haben, dann einfach mal hier unten gepflanzt, dass wir die verschiedensten Holzsorten dann halt eben haben. Und habe da auch eine Kleinigkeit halt eben vorbereitet, aber ich würde euch jetzt nicht den normalen klassischen Weg hier geradeaus durch mit dem offiziellen Eingang dann halt eben zeigen, sondern ich möchte euch noch den Zugang zeigen, wie dann halt eben die Items von der Mob-Farm ins Lager dann halt eben reinkommen. Ja, wie ihr sehen könnt, die Eisengolems kommen ja auch fast wie am Fließband dann halt eben raus. Also ich habe es auch schon bemerkt, dass teilweise drei Eisengolems dann halt eben, ja, drin sind in der Falle. Also das ist dann halt eben schon einiges. Und wir haben hier nicht mehr die Kiste dann halt eben. Hier muss ich dann halt eben mit Steinziegeln das halt eben noch zumachen und halt eben verschönern. Da hatte ich mir eben gedacht, könnten wir vielleicht halt eben das hier oben offen dann halt eben noch lassen, also mit dem Glas, dass wir halt eben die Trichterlore halt eben noch sehen, wie sie halt eben hin und her fährt. Ist halt eben auch noch so ein kleines Sicherheitsding, um halt eben zu sehen, ob die halt eben wirklich noch die ganze Zeit hin und her fährt. So, aber jetzt zu dem versprochenen Extra-Zugang, könnte man halt eben sagen. Denn hier die Mob-Farm, die ist im Endeffekt komplett unverändert geblieben, könnte man halt eben sagen. Ich habe halt eben nur einen Zugang dann halt eben geschaffen fürs Lager. Und hier sieht man das halt eben auch schon. Also hier habe ich halt eben noch eine Kiste, wo halt eben mehrere Sachen halt eben drin sind, die dann halt eben auch noch ins Lager dann halt eben kommen müssen. Und ja, so wie man es halt eben sehen kann, bleiben da halt eben wohl noch ein paar Sachen halt eben hängen. Ja, ich glaube, da muss man noch irgendetwas halt eben feinjustieren. Aber so vom Grundprinzip her funktioniert das halt eben, sobald hier die Sachen dann halt eben eingesammelt werden. Man hört es die ganze Zeit, da sterben halt eben die ganze Zeit Leute. Wird es halt eben mit den Trichtern hier in den Spender halt eben reingeworfen. Und der feuert es dann in den Wasserstrom, wenn man nicht zu nahe dran steht. Ich habe das Schild hier gerade noch extra gelassen und hier alles noch extra offen gelassen, dass wir hier halt eben gut durchkommen. Denn jetzt nehmen wir mal den Weg der Items. Ja, ich glaube, ich sollte hier dann halt eben noch Packeis dann halt eben reinpacken. Packeis reinpacken. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, oder? Ja, ich habe nämlich bemerkt, das Lager ist ja gar nicht so weit weg. Hier haben wir nämlich schon die Ziegelwand. Aber wir sind ja im komplett falschen Bereich, könnte man sagen. Und habe somit eine kleine Umleitung halt eben gebaut. Einmal hoch und rundherum. Also wir sind jetzt über der Decke. Hier habe ich nämlich schon halt eben Packeis dann halt eben reingemacht, damit halt eben hier nichts hängen bleibt. Und habe hier dann teilweise, so ist hier offen, so ist das aber nicht geplant, so, genau, da waren halt eben auch noch Höhlen halt eben da oben, ich habe es auch so gut wie nur möglich ausgeleuchtet und hier fallen wir dann direkt in den, ja, Strom halt eben rein, wo wir dann halt eben auch die Items dann halt eben vielleicht einfach so reinwerfen können. Teile können wir eigentlich noch so belassen. Genau, also hier habe ich auch noch offen gelassen. Hier kommen dann auch noch zwei Glasblöcke dann halt eben ran. Und ich habe das halt eben so rangemünzt. Also hier kann man halt eben sehen, wo die Eisblöcke halt eben sind. Da geht es halt eben entlang. Und die Mob-Items, also Mob-Blut habe ich es halt eben bezeichnet, ist halt eben gerade hier in diesem Flügel dann halt eben drin. Und ja, deswegen halt eben erst hier dann halt eben mit reingeschmissen.
weil hier in diesem Bereich habe ich mir halt eben gedacht, Baumaterialien dann halt eben einzulagern und hier dann halt eben den Mob-Loot und war noch was? Mob-Loot und verschiedenes, also da würden dann halt eben dann auch noch irgendwie so hier Laternen, Fackeln, also Leuchtmittel, hier Gerüste, hier habe ich dann auch das Packeis dann halt eben und so weiter. Hier die verschiedensten Mob-Items, könnte man sagen. Dann halt eben auch schon etwas vorgelagert, also vorsortiert, könnte man halt eben sagen. Ihr habt es auch schon in meinem Inventar gesehen. Ich habe auch noch ein paar weitere Sachen halt eben mitgenommen, dass wir das dann halt eben auch noch einlagern können, dass ich euch das dann halt eben auch mal zeigen kann, also wie man das jetzt hier am besten dann halt eben einlagert, damit ihr halt eben das gesamte System von dem Sortiermechanismus und dem Lager dann halt eben mal kennengelernt habt und gesehen habt. Also wir müssen jetzt ja nicht alle Items, glaube ich, halt eben im Video dann halt eben einsortieren, aber wenigstens so etwas, denn vom Grundprinzip bleibt es überall gleich. Es gibt nur eine Ausnahme eigentlich. Aber dazu kommen wir gleich. Denn schauen wir uns mal die Holzdecken an. Ich habe jetzt einfach mal die verschiedensten Holzsorten halt eben verwendet, weil wir haben ja so gesehen 5 große Bereiche und können somit 5 verschiedene Farben dann halt eben eigentlich einsetzen. Hier zum Beispiel dieses grünlich-türkisfarbene, dann halt eben für den Pflanzenbereich. Mein Lieblingsholz, die Schwarzeiche, halt eben für die Mitte dann halt eben. Hier für die Baumaterialien habe ich dann das etwas rötlichere Akazienholz halt eben genommen. Und hier für den Mob-Loot, dann halt eben das Birkenholz, das ist halt eben schön hell. Also dann gibt auch einen tollen Kontrast, wie man gerade hier an der Ecke sehen kann. Und das war jetzt für die Erze und ähnliches, war das, glaube ich, jetzt das Eichenholz. Ja, also Fichte könnte man theoretisch noch verwenden und das Karmesinholz oder so ähnlich, also was halt eben auch im Nether dann halt eben ist, genau, Karmesinholz, Fichtenholz und Tropenholz hätten wir theoretisch noch zur Auswahl. Aber ich wollte euch jetzt mal hier diese kleine Vorauswahl halt eben mal zeigen und euch fragen, was ihr davon haltet. Ich habe auch mit Treppenstufen dann halt eben so ein bisschen halt eben Muster oder Struktur dann halt eben reingemacht. Also hier habe ich das halt eben mit dem so außen rum die Treppenabsätze, könnte man sagen. Hier hatte ich einfach nur den vollen Block dann halt eben genommen, hatte aber dafür dann halt eben die Treppen eher für den Rand genommen, weil da könnte man ja theoretisch auch dekorieren, ob man dann halt eben so einen 3D-Effekt haben möchte, also einmal halt eben für die Wand hier so drumherum, aber auch für den Übergang zur anderen Holzart. Also das wäre vielleicht halt eben auch eine Idee oder eine Möglichkeit, wie man das halt eben machen möchte. Man kann natürlich halt eben auch einfach nur die Halbstufen so direkt aneinander dran packen. Also im Endeffekt, mir ist es ehrlich gesagt gleich. Man kann es halt eben so oder so machen. Was würdet ihr denn halt eben schöner empfinden? Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare rein. Ich habe jetzt hier auch überall eine Kette und eine Lampe halt eben dran gemacht, weil das habe ich mir halt eben gedacht, werden dann halt eben die Leuchtmittel dann halt eben werden. Und ich habe es jetzt extra nur eine Kette mal dran gemacht, dass wir halt eben auch wirklich das Holz dann halt eben etwas besser sehen. Ich glaube, wenn wir dann halt eben die Decke halt eben fertig machen oder halt eben komplett durchziehen wollen, müssten wir vielleicht 2 oder 3 solcher Ketten dann halt eben machen, damit halt eben unten auch alles schön ausgeleuchtet ist und wir dann halt eben diese wild platzierten Fackeln, die halt eben hier überall oben drauf sind, dass wir die dann halt eben nicht mehr brauchen. Denn es ist schon wieder ein paar Mal vorgekommen, dass hier halt eben Zombies und Skelette aufgetaucht sind. Aber ja, das kriegen wir halt eben auch noch irgendwie gesichert, hätte ich jetzt halt eben gesagt. Ne?
Zwecks den Treppenstufen halt eben dran machen, um jetzt halt eben das mit der Lampenaufhängung halt eben noch zu vollenden, habe ich es auch nur an die geraden Seiten, dann haben wir halt eben so ein Kreuzmuster, oder man könnte das halt eben auch schon ja fast komplett auffüllen, dass wir halt eben eine größere Erhebung haben, also dass die Ecken halt eben noch ausgefüllt sind. Hier habe ich jetzt halt eben einfach nicht genug Treppenstufen drumherum gemacht, aber hier würde das ja dann halt eben auch noch so entlang gehen, wie ich gerade mit dem Fadenkreuz drumherum gehe. Also wir haben da viele verschiedene Möglichkeiten. Man könnte es natürlich halt eben auch einfach nur so an die Halbstufe halt eben dran machen. Dann hätten wir einen halben Block Platz da dazwischen. Aber ganz ehrlich, von unten erkennt man das jetzt halt eben nicht so arg. Aber wie gesagt, wir sind da halt eben frei in der Gestaltung. Und ja, schreibt es halt eben einfach rein, wie ihr es halt eben am schönsten finden würdet, so rum wird ein Satz draus. Gut, dann gehen wir mal hier über zu dem Einsortieren. Ich habe jetzt mal hier mehrere Pflanzensachen dann halt eben mitgebracht und halt eben noch ein bisschen was vom verschiedenen. Pflanzen sind da. Ja, wenn halt eben alles gleich sortiert ist, gleich von der Aufteilung ist, dann kommt man schnell durcheinander, was ist wo. So, ich habe den Mohn hier absichtlich in die dritte Kiste, dass hier in diesen drei Kisten halt eben der Seetang dann halt eben reinkommt, also frischer Seetang, getrockneter und die Seetangblöcke, weil die brauchen wir dann halt eben sicherlich auch des Öfteren, weil ich habe hier eine kleine Brennstation dann halt eben gemacht mit Seetang, ne? Einfach klassischer Ofen und der geht halt eben auch direkt ins Lager dann halt eben rein. Und hier drüben habe ich dann im Endeffekt das gleiche halt eben nochmal gemacht, bloß halt eben für allgemeine Sachen, also jetzt aus Holz halt eben Holzkohle machen zum Beispiel, Erze, der Schmelzofen verbrennt es ja deutlich schneller und halt eben für Essen halt eben auch. Hier habe ich jetzt halt eben den Block halt eben drauf vergessen zu machen, weil ich musste hier noch da nach hinten rankommen, die Kisten gut zu platzieren und hier halt eben die Stufen auch noch ein bisschen, die Treppenstufen, damit es ein bisschen versteckter ist. Also hier würde ich dann auch noch Steinziegel dran machen, damit es einfach schöner aussieht. So, einsortieren. Die pflanzlichen Sachen. So, theoretisch ist es ja eigentlich egal, was man halt eben wohin macht, aber ich würde halt eben gern hier unten eine grobe Ordnung dann halt eben drin haben. Das heißt, ich habe hier halt eben schon einen braunen Pilz. Also ich glaube, ich hatte zu wenig braune Pilze, deswegen sind gerade nur oben im Filter halt eben noch mindestens einer. Und wir haben ja noch rote Pilze und die zwei Netherpilze. Das heißt, wir könnten ab der fünften Kiste mit den Setzlingen dann halt eben weitermachen. Also ich hätte halt eben gesagt, machen wir hier die Setzlinge dann halt eben rein und da drüben halt eben alle Blumenarten, dass wir dann halt eben es so grob vorsortiert haben, könnte man halt eben sagen. Dann klettern wir hier hoch. Das erste waren halt eben braune Pilze, beziehungsweise ist halt eben gerade nur ein brauner Pilz drin. Die roten, die zwei Netherpilze, das heißt ab hier können wir dann halt eben zum Beispiel die Birkensetzlinge halt eben reinsetzen. Ich habe jetzt extra einen halt eben draußen gelassen, weil wir brauchen mindestens 18 Stück, damit, also die 18 Stück, die bleiben hier oben hängen. Ja, wieso erzähle ich so viel? Ich zeige es am besten gleich mit dem nächsten. Hier haben wir halt eben 35. Da ist halt eben wichtig, dass wir halt eben wirklich immer den vordersten Platz dann halt eben rausnehmen, den Filterstein, und da dann halt eben das Item reinsetzen, was wir halt eben rausfiltern wollen. Ne? Bei 18 bleibt es halt eben hängen, weil die Mechanik halt eben so ist, dass da halt eben 22 Items hier drin hängen bleiben. Ab dem 23. Item wird der Trichter unten geöffnet und eins von hier vorne fällt dann halt eben runter und durch. So. Dann gehen wir zum nächsten. Halt, hier müssen wir wieder einen halt eben übrig lassen, weil wir halt eben gerade nur 4 Stück haben. Und ja, jetzt seht ihr halt eben auch,
wie halt eben dann das System dann halt eben im Endeffekt arbeitet. Es tickt halt eben runter bis halt eben auf 18 und so arbeitet man sich halt eben durch. Halt passt. Ja, da wieso sind hier keine Filtersteine drin? Ach, okay. Ich habe den Trichter 1 drunter verwischt. Oh, jetzt war ich gerade leicht schockiert. Aber gut, okay. Ja, das ist halt eben der Knackpunkt, wenn man halt eben zu viele Trichter halt eben dran hat, dann kann man halt eben auch das leicht ja, verwechseln, könnte man sagen. So. Ne, war es hier, genau. Mal hier einen Setzling raus. Und den packen wir hier als Symbol dann halt eben hin. Und so können wir dann halt eben unser Lager schön übersichtlich halt eben gestalten. Ich glaube, es war zuerst Akazie und dann Birke, oder? Trope. Genau. Und Akazie. Und hier müsste dann die Birke dann halt eben sein. Genau, und hier ein Truppensetzling dann halt wieder drin. Ich habe doch schon raussortiert. Genau, das dürfte jetzt dann halt eben passen. Ne? Und dann kann man hier dann halt eben noch die verschiedensten Laubsorten reinmachen und im Endeffekt alles, was halt eben irgendwie kompostierbar ist. So, dann gehen wir noch auf diese Seite und machen dann halt eben noch die zwei Blumen dann halt eben rein. Von den Blumen habe ich jetzt gerade am meisten halt eben gehabt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die stellvertretend halt eben einfach genommen. Seetang, Seetang, Seetang. Hier sind dann die Mohnblumen. Dann machen wir hier mal die Kornblumen dann halt eben rein. Ich lasse jetzt gleich halt eben jeweils eins halt eben draußen, dann müssen wir nicht die ganze Zeit die Kisten auf und zu machen. So, genau, hier die Kornblumen und hier machen wir dann halt eben den Löwenzahn rein. Und dann haben wir das halt eben auch entsprechend vorsortiert. Ich habe das jetzt absichtlich halt eben so rum gemacht, denn die roten Blumen und die blauen, also Kornblumen und Mohnblumen, werden wir ja immer wieder halt eben brauchen, um halt eben lila Farbstoff halt eben machen zu können. Und die braucht man ja für die Wegsteine. So, Erze und ähnliches halt. Jetzt komme ich mit meinem eigenen System halt eben durcheinander. Denn ich habe mir halt eben gesagt, Eisen und Gold zählt doch halt eben mehr als Baumaterial. Denn das brauchen wir halt eben auch, um halt eben die Lampen dann halt eben herzustellen. Zum Beispiel deswegen habe ich das mehr als Baumaterial dann halt eben bezeichnet. Ich habe hier dann halt eben, also ich war mir vorhin nicht ganz sicher, ob ich halt eben die ganzen Eisenarten halt eben schon drin habe. Mit Eisenbarren, klar, die wusste ich auf jeden Fall, aber Blöcke und Nuggets bzw. Klumpen war ich mir nicht ganz sicher. Gold haben wir noch überhaupt nicht drin. Das weiß ich garantiert. Dann können wir das dann halt eben gleich mal in Angriff nehmen. Ein Goldbarren halt eben da rein. Goldblock. Sorry. Ein Barren und ein Klumpen. Und dann können wir das halt eben auch noch oben so dann halt eben reinsetzen. Und jetzt wisst ihr halt eben auch, warum ich zwei Goldbarren dann halt eben mit dabei hatte. Moment, Eisen, 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 dann müsste es das hier sein. Kontrolle, ja, genau. Dann machen wir hier den Block halt eben rein. Und hier waren dann halt eben die Barren drin. Und hier waren dann die Klumpen drin. So, und so
kann man dann halt eben Stück für Stück halt eben alles halt eben auffüllen. Hier würde ich dann halt eben später noch ein Crafting Table dann halt eben hinstellen, dass man dann halt eben das entsprechend halt eben irgendwie umwandeln kann, also aus den Barren die Klumpen oder eventuell eben auch die Blöcke halt eben machen, je nachdem wie wir es halt eben am ehesten brauchen. So, eigentlich wollte ich mit euch das Ganze jetzt halt eben auch noch dann halt eben einsortieren, aber ich habe halt eben noch eine andere Idee bzw. was anderes halt eben auf meiner To-Do-Liste dann halt eben drauf. Ja, dann sortiere ich das halt eben nachher dann halt eben noch separat ein, aber das Grundprinzip habt ihr ja gesehen, darum ging es mir ja dann. Ich habe halt eben noch vor, in Vorbereitung auf die nächste Folge, die kommen wird, dass wir uns dann halt eben schön ausrüsten werden. Und zwar mit Diamantausrüstung. Die möchte ich halt eben auch gerne halt eben gleich verzaubern. Deswegen habe ich mich halt eben auch eine Zeit lang an die Mobform dann halt eben hingestellt. Und hatte halt eben auch noch halt eben im Nether dann halt eben noch ein bisschen Quarz dann halt eben gesammelt. Denn, ja, das zeige ich euch dann halt eben gleich. Ich habe da noch ein bisschen was gesammelt, wo ein bisschen anstrengender ist, könnte man halt eben sagen. So, aber warum macht er das jetzt halt eben so? Nein, hallo? Habe ich irgendeinen Knopf gedrückt? Ah, jetzt geht doch so. Eine Hose. Schuhe, Helm. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt so nicht mit dem Helm. So, Moment. Also erstmal eine Hose. Ja, komm, dann machen wir es so rum. Schuhe und einen Helm. Und jetzt brauchen wir noch ein Diamanthemdchen und somit haben wir dann halt eben eine komplette Diamantrüstung. Diamanten und so weiter, das würde ich halt eben auch jeweils reinsortieren lassen, auch wenn es eigentlich schon fast schlauer wäre, wenn wir das einfach in einer Kiste halt eben drin lassen, wo wir immer Zugriff haben, aber wir haben ja genug Platz im Lager und es sieht ein bisschen gönnerhafter aus, hätte ich jetzt halt eben gesagt. So, dann ziehen wir uns an. Und Schuhe. Tada! Ein Hamsterblau in diamantblauer Ausrüstung. Sieht doch toll aus, hätte ich jetzt gesagt. Dann stürmen wir mal wieder hoch. Nehmen wieder den offiziellen Weg. Also es geht recht zügig, recht schnell. Ja, hier könnt ihr halt eben sehen, also das hier ist wahrscheinlich der kleinste Tropenbaum, der spawnen kann, hätte ich jetzt halt eben gesagt. Ich habe einfach nur einen einzelnen Tropenbaumsetzling hingepackt und ja, ich glaube, der ist gerade mal 3 Blöcke hoch oder irgendwie so. Aber macht ja nichts, ne? Akazie, Eiche, Fichte, Schwarzeiche hat man sowieso, Birke und ja, Akazie hatte ich ja schon. Ja, also halt eben alle Arten, die wir jetzt gerade so aktuell haben. Brutzeln halt eben weiterhin noch schön. Die Seetangfarm müssten wir dann halt eben auch noch halt eben verbinden mit dem Lager. Aber ist halt eben die Frage, ob wir das jetzt halt eben direkt verbinden oder halt eben ganz woanders halt eben hinpacken wollen. Aber ja, gut. Schauen wir dann halt eben eins nach dem nächsten. Denn, ach, ich war wohl einfach zu schnell mit dem Draufzaubern. Mit dem Anziehen. So, zaubern wir erstmal halt eben was drauf. Und Daumen drücken. Dornen. Wollen wir Dornen drauf haben?
Kultur, Wasserläufer. Oh nee, Wasserläufer klingt gar nicht gut. Haltbarkeit. Haltbarkeit klingt doch sehr gut. Dann Haltbarkeit 3 und Schutz 4 hat. Das klingt doch nach was Tollem. Schutz 4 auf die Schuhe, das ist sehr gut. Auch wenn es jetzt nur eine Einzelverzauberung ist, leider. Oh, nochmal Haltbarkeit, sehr schön. Mit Feuerschutz und Dornen 2. Okay, jetzt haben wir trotzdem Dornen bekommen. Und Feuerschutz 4. Ja, gut, okay, Feuerschutz. Es ist gut, aber man kann das Ganze halt eben noch ein bisschen aufwerten, aufpeppen. Wir haben ja dann halt eben noch mehrere Bücher oder können mehrere Bücher dann halt eben holen. Muss halt eben nur noch ein bisschen Leder dann halt eben zusammensammeln, um halt eben diese Ausrüstung halt eben noch ein bisschen besser zu optimieren. Denn sie ist gut, klar, keine Frage, aber man kann es halt eben noch ein bisschen verbessern. Und es muss ja auch überall auf jeden Fall noch Reparatur drauf, damit die halt eben nicht zu schnell dann halt eben, ja, über den Jordan geht. Ja, ansonsten haben wir überall Reparatur drauf, wo wir es halt eben drauf machen können, konnten. Beim Bogen können wir es halt eben nicht drauf machen, aber wir brauchen einfach nur einen neuen Bogen halt eben machen und den am Amboss halt eben mit dem halt eben verbinden und dann ist halt eben auch repariert. Das geht dann halt eben schon. So, und jetzt das, ich glaube, das war die Netherkiste. Der große Trommelwirbel, was ich dann halt eben in der nächsten Folge mit euch vorhabe, denn es war ein bisschen Arbeit, aber es hat sich gelohnt und es hat auch indirekt mit dem Lager zu tun. Und jetzt fällt mir so langsam nichts mehr ein, wie ich das noch länger in die Länge ziehen kann. Oh, doch, falsche Truhe. Okay, so kann man es auch in die Länge ziehen. Hier, die Netherkiste und ich habe Witterskelettschädel dann halt eben gefarmt und eigentlich bräuchten wir halt eben nur 3 Stück. Aber ich war halt eben in der Festung halt eben die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen halt eben gewesen. Und auf dem Rückweg dann halt eben zu unserem Wegstein ist mir dann halt eben nochmal so ein Witterskelett entgegengekommen, der mir seinen Kopf dagelassen hat. Deswegen haben wir jetzt halt eben 4 Stück. Jo, es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber zum Glück hat man ja mit dem Plünderung 3 Verzauberung auf dem Schwert dann halt eben doch einiges dann halt eben geschafft und hinbekommen. Also es war sehr, sehr gut. Das heißt, ich möchte in der nächsten Folge mit euch den Widder beschwören und dann halt eben hoffentlich halt eben auch vernichten. Und ja, da haben wir dann halt eben auch, also ich habe dann halt eben auch ein bisschen rumgeschaut, wie kann man den halt eben recht gut und anfängerfreundlich dann halt eben vernichten. Legen wir uns kurz ins Bett, nicht, dass wieder Phantome auftauchen. und da gab es halt eben die verschiedensten Tipps und so weiter. Von einem Obsidian-Käfig, könnte man sagen, bis hin zu verschiedenen anderen Tipps dann halt eben auch noch. Aber ich habe mich im Endeffekt für die Variante entschieden, dass man das halt eben mit dem Grundstein dann halt eben irgendwie macht, also dass man den so zusammenbaut, dass halt eben die Köpfe im Grundstein dann halt eben drin sind und dass man dadurch dann halt eben keinen oder weniger Schaden dann halt eben bekommt. Und da habe ich dann halt eben auch mich im Internet halt eben schlau gemacht, was gibt es da dann halt eben für hilfreiche Tipps und Tricks. Und da hieß es dann, dass es teilweise halt eben 3x3 Flächen gibt im Grundstein. Sie sind selten, aber es gibt die. Und bin dann halt eben zu den Koordinaten gegangen, die halt eben am nächsten halt eben dran waren. Also ist im Endeffekt zwischen unserem Portal und der Festung da dazwischen. Ich bin auch tatsächlich durch den Gang halt eben nochmal gegangen, den wir in der Speed-Folge gesehen hatten. Der war sehr hilfreich. Und ich habe da ein
Wegstein dann halt eben hingesetzt, dass wir direkt halt eben hinspringen können. Und da haben wir dann halt eben diese Grundsteindecke dann halt eben, ja, ich wollte jetzt ja nicht drei Levelpunkte halt eben vergeuden, nur um da jetzt halt eben direkt hinzuspringen. So, einmal durchs Portal, weil jetzt kostet es keine Level. Genau, so, hier habe ich den Wegstein dann halt eben hingesetzt, also hier bin ich dann halt eben hochgekommen und hier haben wir dann halt eben die sehr große, flache Fläche dann halt eben. Es ist zwar jetzt nicht exakt 3x3, das ist halt eben irgendwie ein bisschen arg durcheinander, ich verstehe es nicht so ganz, aber naja, gut, okay, ist halt so. Und hier auf diesem Stein müsste man dann halt eben den Seelensand und halt eben die drei Köpfe dann halt eben drauf machen und dann sollte er angeblich vom Abstand her das halt eben so passen, dass halt eben die Köpfe direkt hier in dem Grundstein halt eben drin sind und dann können wir ihn ja hoffentlich vernichtend schlagen und kriegen dann halt eben den Neserstern dann halt eben raus. So, ich zeige euch hier jetzt mal noch den Gang, also diesen einen Zwischengang. Also wir waren echt nicht weit weg, also das hier war der Gang, durch den ich mich da mal durchgeflitzt hatte. Also in der Speed-Folge war das halt eben, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr in welche Richtung Portal und welche halt eben der die Festung dann halt eben war, aber hier sind wir auf jeden Fall halt eben mal durchgekommen. Und hier waren dann halt eben die exakten Koordinaten, die ich dann halt eben gefunden hatte halt eben im Internet und habe mich da halt eben einfach hochgebaut mit den Gerüsten und fand dann halt eben hier diese ja, Plattformfläche. Ich habe das jetzt ja einfach mal alles ein bisschen großräumig dann halt eben weggemacht. Habe auch extra den Wegstein halt eben ein bisschen weiter weggesetzt, nicht dass wir den dann aus Versehen irgendwie verlieren, das muss ja nicht unbedingt sein. Jo, dann, nein, nicht Festung, oder doch, kann ich euch kurz bei der Festung das halt eben noch zeigen, wie ich das da halt eben gemacht habe. Ich habe mir da einen kleinen Bunker dann halt eben gebaut. Ah, sind wieder diese Feuerlohen. Weil diese Widerskelette, die sind ein bisschen größer als zwei Blöcke. Deswegen kann man sich da dann halt eben so einen kleinen Bunker halt eben bauen. Und ja, hier habe ich auch die Wand halt eben komplett zugemacht, weil halt eben immer wieder diese Feuerspucker halt eben mit dabei sind. Hier von der Seite kam auch irgendwann einmal halt eben die Feuerspucker. Also es war ein kräftiger Kampf, bin dann halt eben dann auch irgendwann einmal halt eben hier unten und tiefer in die Festung rein. Ja, irgendwann einmal tauchte dann halt eben noch ein Gast halt eben da oben drüber auf, den ich dann halt eben abgeschossen habe. Na, jetzt um halt eben hier sicher rauszukommen, erledigen wir mal dieses Ding da. Wenn es sich doch nur erledigen lassen will. Oh, da ist noch ein zweiter. Ah, gut, perfekt. So, dann sammeln wir mal schnell noch die Erfahrungspunkte ein. Die kann man ja immer gut gebrauchen. Ah, und noch eine Lohnroute, sehr schön. So, dann springen wir wieder nach Hause. Und dann würde ich sagen, bereiten wir mal uns dann halt eben vor für den großen Kampf. Ich habe noch nie gegen diesen Wizard halt eben gekämpft. Also das wird sicherlich ein großes Abenteuer werden. Ich habe zwar mehrere Videos gesehen und auch einiges darüber gelesen, aber selber gegen ihn gekämpft hatte ich halt eben noch nie. Und ja, ich denke, glaube, hoffe, wir kriegen das dann halt eben gut hin. Und ja, dann sehen wir uns mit ein bisschen Lampenfieber in der nächsten Folge dann
zum ersten großen Kampf in unserem Survival-Projekt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, macht das Beste draus, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!